Puh, der Bär. Geschichten über einen Bären von sehr geringem Verstand. Erstes Kapitel, in welchem wir Winnie dem Pooh und einigen Bienen vorgestellt werden und die Geschichten beginnen. Hier kommt nun Eduard Bär die Treppe herunter, Rumpel die Pumpel auf dem Hinterkopf hinter Christopher Robin. Es ist dies, soweit er weiß, die einzige Art Treppe abzugehen, aber manchmal hat er das Gefühl, als gäbe es in Wirklichkeit noch eine andere Art, wenn er nur mal einen Augenblick lang mit dem Gerumpel aufhören und darüber nachdenken könnte. Und dann hat er das Gefühl, dass es vielleicht keine andere Art gibt. Jedenfalls ist er jetzt unten angekommen und bereit, dir vorgestellt zu werden. Winnie der Pooh. Als ich seinen Namen zum ersten Mal hörte, sagte ich, genau wie du jetzt gleich sagen wirst, aber ich dachte, das wäre ein Junge. Dachte ich auch, sagte Christopher Robin. Dann kann man ihn doch nicht Winnie nennen, oder? Tue ich ja gar nicht. Aber du hast doch gesagt, er heißt Winnie der Pooh. Weißt du nicht, was der bedeutet? Genau, jetzt weiß ich es, sagte ich schnell, und ich hoffe, du weißt es auch. Denn mehr als diese Erklärung wirst du nicht kriegen. Manchmal möchte Winnie der Pooh irgendein Spiel spielen, wenn er die Treppe heruntergekommen ist, und manchmal sitzt er gern still vor dem Kamin und lauscht einer Geschichte. An diesem Abend... »Wie wär's mit einer Geschichte?« sagte Christopher Robin. »Ja, wie wär's mit einer Geschichte?« sagte ich. »Könntest du bitte so lieb und nett sein, Winnie dem Pooh eine zu erzählen?« »Ich glaube, das könnte ich«, sagte ich. »Welche Sorte von Geschichten mag er denn?« »Über sich selbst. Denn diese Sorte von Bär ist er.« »Aha, ich verstehe. Würdest du also so überaus lieb und überaus nett sein?« »Ich werde es versuchen«, sagte ich. Also versuchte ich es. »Es war einmal vor einiger Zeit, und diese Zeit ist schon lange, lange her«, etwa letzten Freitag, als Winnie der Pooh ganz allein unter dem Namen Sanders in einem Wald wohnte. »Was heißt unter dem Namen?« fragte Christopher Robin. »Es heißt, dass er den Namen über der Tür in goldenen Buchstaben hatte und dass er darunter wohnte.« »Winnie der Pooh wollte es nur genauer wissen«, sagte Christopher Robin. »Jetzt weiß ich es genauer«, sagte eine Brummstimme. »Dann werde ich fortfahren«, sagte ich. Eines Tages, als er einen Spaziergang machte, kam er an eine freie Stelle inmitten des Waldes, und inmitten dieser Stelle stand eine große Eiche, und vom Wipfel des Baumes kam ein lautes Summgeräusch. Winnie der Pooh setzte sich an den Fuß des Baumes, steckte den Kopf zwischen die Pfoten und begann zu denken. Zuallererst sagte er sich, dieses Summgeräusch hat etwas zu bedeuten. Es gibt doch nicht so ein Summgeräusch, das so einfach summt und summt, ohne dass es etwas bedeutet. Wenn es ein Summgeräusch gibt, dann macht jemand ein Summgeräusch. Und der einzige Grund dafür, ein Summgeräusch zu machen, den ich kenne, ist, dass man eine Biene ist. Dann dachte er wieder lange nach und sagte, und der einzige Grund dafür, eine Biene zu sein, den ich kenne, ist, Honig zu machen. Und dann stand er auf und sagte, und der einzige Grund, Honig zu machen, ist, damit ich ihn essen kann. Also
begann er, den Baum hinaufzuklettern. Er kletterte und er kletterte und er kletterte, und während er kletterte, sang er sich ein kleines Lied vor. Es klang etwa so. Ich frage mich seit Jahr und Tag, warum ein Bär den Honig mag. Summ, summ, summ. Ich frage mich, warum. Dann kletterte er etwas weiter und noch etwas weiter und dann noch ein bisschen weiter. Unterdessen war ihm ein zweites Lied eingefallen. Schon seltsam, dass wenn Bären Bienen wären, dann wäre ihnen auch ein Nest ganz unten eigen. Und wenn es dann so wäre, die Bienen wären Bären, dann brauchten wir auch nicht so hoch zu steigen. Inzwischen war er ziemlich erschöpft und deshalb sang er ein Beklagelied. Er war nun fast da, und wenn er sich nur noch auf diesen Ast stellte. Krach! Ach, Hilfe, sagte Puh, als er auf den Ast 3 Meter tiefer fiel. Wenn ich nur nicht, sagte er, als er 6 Meter tiefer auf dem nächsten Ast aufprallte. Ich wollte nämlich eigentlich, erläuterte er, als er diesmal kopfüber 9 Meter tiefer auf einen weiteren Ast krachte, was ich eigentlich vorhatte. Natürlich war es ziemlich, gab er zu, als er sehr schnell durch die nächsten 6 Äste rauschte. Es kommt alles nämlich an daher, entschied er, als er sich vom letzten Ast verabschiedete, sich 3-mal um sich selbst drehte und anmutig in einen Stechginsterbusch flog. Es kommt alles daher, dass man Honig so sehr schätzt. Ach, Hilfe! Er krabbelte aus dem Stechginsterbusch, wischte sich die Stacheln von der Nase und begann wieder zu denken. Und der erste, an den er dachte, war Christopher Robin. »War ich das?« sagte Christopher Robin mit ehrfürchtiger Stimme und wagte es kaum zu glauben. »Das warst du!« Christopher Robin sagte nichts, aber seine Augen wurden immer größer und sein Gesicht wurde immer röter. Also besuchte Winnie der Pooh seinen Freund Christopher Robin, der hinter einer grünen Tür in einem anderen Teil des Waldes wohnte. »Guten Morgen, Christopher Robin«, sagte er. »Guten Morgen, Winnie der Pooh«, sagtest du. »Ich frage mich, ob du wohl so etwas wie einen Ballon im Hause hast.« »Einen Ballon?« »Ja, ich sagte gerade zu mir, als ich vorbeikam, ich frage mich, ob Christopher Robin wohl so etwas wie einen Ballon im Hause hat. Ich sagte das nur so zu mir, weil ich gerade an Ballons dachte und weil ich mich das fragte.« »Wozu möchtest du einen Ballon?« sagtest du. Winnie der Pooh sah sich um, ob auch niemand lauschte, legte die Pfote an den Mund und flüsterte mit tiefer Stimme, »Honig!« »Aber mit Ballons kriegt man keinen Honig.« »Ich schon«, sagte Puh. »Ja, und zufällig warst du gerade am Tag zuvor auf einer Party im Haus deines Freundes Ferkel gewesen, und auf der Party hatte es Ballons gegeben. Du hattest einen großen grünen Ballon gehabt, und einer von Kaninchens Verwandten hatte einen großen blauen gehabt und dort gelassen, weil er eigentlich noch zu jung war, um überhaupt auf Partys zu gehen. Und deshalb hattest du den grünen und den blauen mit nach Hause genommen.« »Welchen möchtest du?« fragtest du Puh. Er steckte den Kopf zwischen die Pfoten und dachte sehr gründlich nach. »Es ist nämlich so«, sagte er, »wenn man sich mit einem Ballon Honig besorgen möchte, kommt es vor allen Dingen darauf an, die Bienen nicht merken zu lassen, dass man kommt. Wenn man nun also einen grünen Ballon hat, könnten sie denken, dass man nur ein Teil des Baumes ist. Und sie bemerken einen nicht. Und wenn man einen blauen Ballon hat, könnten sie denken, dass man nur ein Teil des Himmels ist. Und sie bemerken einen nicht. Und da ist die Frage, was ist am wahrscheinlichsten?« »Meinst du nicht, sie bemerken dich unter dem Ballon?« fragtest du. »Vielleicht, vielleicht auch nicht«, sagte Winnie der Pooh. »Bei Bienen kann man nie wissen.«
Er dachte einen Augenblick lang nach und sagte, »Ich werde versuchen, wie eine kleine schwarze Wolke auszusehen. Das wird sie täuschen.« »Dann nimm lieber den blauen Ballon«, sagtest du, und so wurde es beschlossen. Und dann seid ihr beide mit dem blauen Ballon weggegangen und du hast dein Gewehr mitgenommen, für alle Fälle, wie du das immer tust, und Winnie der Pooh ging zu einer sehr schlammigen Stelle, die er kannte, und dort wälzte und wälzte er sich, bis er am ganzen Körper schwarz war. Und dann, als der Ballon so groß aufgeblasen war, dass man ihn groß nennen konnte, hast du zusammen mit Pooh die Schnur gehalten und dann hast du plötzlich die Schnur losgelassen und Pooh Bär schwebte anmutig hinauf in den Himmel und blieb dort auf gleicher Höhe mit dem Wipfel des Baumes und etwa 7 Meter davon entfernt. »Hurra!« hast du gerufen. »Ist das nicht toll?« rief dir Winnie von dort oben zu. »Wie sehe ich aus?« »Du siehst aus wie ein Bär, der sich an einem Ballon festhält«, sagtest du. »Nicht«, sagte Pooh besorgt, »wie eine kleine schwarze Wolke in einem blauen Himmel.« »Nicht sehr.« »Naja, vielleicht sieht es von hier oben anders aus. Und, wie ich schon sagte, bei Bienen kann man nie wissen.« Es wehte kein Wind, um ihn näher an den Baum zu blasen, und so blieb er, wo er war. Er konnte den Honig sehen, er konnte den Honig riechen, aber er kam nicht so richtig an den Honig heran. Nach kurzer Zeit ließ er wieder von sich hören. »Christopher Robin«, flüsterte er laut. »Hallo?« »Ich glaube, die Bienen schöpften Verdacht.« »Was haben Sie gedacht?« »Ich weiß es nicht, aber ich habe den Eindruck, dass Sie argwöhnisch sind.« »Vielleicht glauben Sie, dass du hinter Ihrem Honig her bist.« »Daran könnte es liegen. Bei Bienen kann man nie wissen.« Wieder trat Stille ein und dann wandte er sich wieder an dich. »Christopher Robin?« »Ja?« »Hast du einen Regenschirm zu Hause?« »Ich glaube schon.« »Ich wäre froh, wenn du ihn hierher bringen könntest und damit auf und ab gehen könntest und hin und wieder zu mir heraufsehen könntest und es sieht nach Regen aus.« sagen könntest. Ich glaube, wenn du das tätest, würde uns das dabei helfen, diese Bienen zu täuschen. Da hast du nur in dich hineingelacht, dummer alter Bär. Aber du hast es nicht laut gesagt, weil du ihn so sehr mochtest und bist nach Hause gegangen und hast einen Regenschirm geholt. »Ah, da bist du ja«, rief Winnie der Pooh dir von oben zu, sobald du wieder beim Baum warst. »Ich hatte bereits begonnen, mir Sorgen zu machen. Ich habe festgestellt, dass die Bienen jetzt eindeutig Verdacht schöpfen.« »Soll ich meinen Regenschirm aufspannen?« sagtest du. »Ja, aber warte noch einen Augenblick. Wir müssen praktisch vorgehen. Die wichtige Biene, die man täuschen muss, ist die Bienenkönigin. Kannst du von da unten sehen, welche die Bienenkönigin ist?« »Nein.« »Wie schade.« »Tja dann, wenn du mit deinem Schirm auf und ab gehst und es sieht nach Regen aus, sagst, werde ich ebenfalls mein Möglichstes tun und ein kleines Wolkenlied singen, wie es eine Wolke vielleicht singen würde.« »Jetzt!« Während du also auf und ab gegangen bist und dich gefragt hast, ob es wohl regnen würde, sang Winnie der Pooh dies Lied. Als Wolke so im Blauen schweben, das ist und bleibt das wahre Leben. Wenn ringsherum der Himmel blaut, singt jede schwarze Wolke laut. Als Wolke so im Blauen schweben, das ist und bleibt das wahre Leben. Sie fühlt sich, wenn es blaut, sehr wohl in ihrer Haut. Die Bienen summten immer noch so argwöhnisch wie eh und je. Einige verließen sogar ihr Nest und flogen um die Wolke herum, als sie die zweite Strophe dieses Liedes anstimmte. Und eine Biene setzte sich der Wolke einen Augenblick lang auf die Nase, flog dann aber wieder weiter. »Christopher, au! Robin!« rief die Wolke. »Ja?« »Ich habe gerade nachgedacht und ich bin zu einem sehr wichtigen Entschluss gekommen. Dies ist die falsche Sorte Bienen.« »Ist sie das?« »Die ganz falsche Sorte. Deshalb würde ich auch meinen, dass Sie die falsche Sorte Honig machen, oder?« »Machen Sie das?« »Ja, deshalb meine ich, ich komme lieber wieder herunter.«
Wie, hast du gefragt. Darüber hatte Winnie der Puh nicht nachgedacht. Wenn er die Schnur losließ, würde er bums fallen und dieser Gedanke gefiel ihm nicht. Deshalb dachte er lange Zeit nach und dann sagte er, Christopher Robin, du musst den Ballon mit deinem Gewehr abschießen. Hast du dein Gewehr dabei? Natürlich habe ich mein Gewehr dabei, sagtest du. Aber wenn ich das tue, geht der Ballon kaputt. Aber wenn du es nicht tust, sagte Puh, muss ich loslassen. Und dann gehe ich kaputt. Als er es so ausdrückte, hast du gesehen, dass es so war, wie es war. Und du hast sehr sorgfältig auf den Ballon gezielt und geschossen. Au, sagte Puh. Habe ich ihn verfehlt? Fragtest du. Nicht direkt verfehlt, sagte Puh, aber den Ballon hast du verfehlt. Das tut mir aber leid, sagtest du, und dann hast du nochmal geschossen. Und diesmal hast du den Ballon getroffen und langsam strömte die Luft aus und Winnie der Puh schwebte sachte zu Boden. Aber seine Arme waren davon, dass er die Ballonschnur so lange festgehalten hatte, so steif, dass sie noch länger als eine Woche lang in die Luft ragten. Und wenn eine Fliege kam und sich auf seiner Nase niederließ, musste er sie wegblasen. Und ich glaube, aber ganz sicher weiß ich es nicht, dass er deshalb immer Puh genannt wurde. »Ist das das Ende der Geschichte?«, fragte Christopher Robin. »Das ist das Ende dieser Geschichte. Es gibt noch andere. Über Puh und mich und Ferkel und Kaninchen und über euch alle. Erinnerst du dich nicht?« »Natürlich erinnere ich mich. Und wenn ich mich dann zu erinnern versuche, vergesse ich es. Der Tag, an dem Puh und Ferkel versuchten, das Heferlump zu fangen. Sie haben es aber nicht gefangen, oder? Nein. Das könnte Puh auch gar nicht, weil er überhaupt keinen Verstand besitzt. Habe ich es gefangen? Das kommt ja alles in der Geschichte vor. Christopher Robin nickte. Natürlich erinnere ich mich, sagte er, nur Puh erinnert sich nicht so recht und deshalb lässt er sich die Geschichte gern noch einmal erzählen. Denn dann ist es eine echte Geschichte und nicht bloß eine Erinnerung. Ganz meine Meinung, sagte ich. Christopher Robin stieß einen tiefen Seufzer aus, packte seinen Bären am Bein und ging zur Tür, wobei er Puh hinter sich herzog. An der Tür drehte er sich um und sagte, »Kommst du noch und siehst dir an, wie ich bade?« »Vielleicht«, sagte ich, »ich habe ihm doch nicht wehgetan, als ich ihn angeschossen habe, oder?« »Kein bisschen.« Er nickte und ging hinaus, und einen Augenblick später hörte ich, wie Winnie der Puh rumpel die Pumpel hinter ihm die Treppe hinaufging. Zweites Kapitel, in welchem Puh einen Besuch macht und an eine enge Stelle gerät. Eduard Bär, seinen Freunden auch als Winnie der Puh bekannt oder einfach Puh, ging eines Tages durch den Wald und summte stolz vor sich hin. Er hatte an jenem Morgen ein kleines Gesumm erdacht, während er vor dem Spiegel seine Kraftübungen machte. Tralala, tralala, und er reckte sich, so hoch er konnte, und dann tralala, tralala, upfe, la, als er versuchte, seine Zehen zu erreichen. Nach dem Frühstück hatte er es sich immer wieder aufgesagt, bis er es auswendig konnte, und jetzt summte er es vollständig und fehlerfrei von vorne bis hinten durch. Es ging so. Tralala, 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 rum, tum, tidlum, tum, tidl, didl, tidl, didl, tidl, didl, tidl, didl, rum, tum, tum, tidl, dum. Er summte sich also dies Gesumm vor und ging froh vor sich hin und fragte sich, was wohl alle anderen machten und was das wohl für ein Gefühl wäre, ein anderer zu sein, als er plötzlich an einen sandigen Abhang kam und in dem Abhang war ein großes Loch. »Aha«, sagte Puh, »rum, tum, tidlum, tum, wenn ich überhaupt irgendwas über irgendwas weiß«, dann bedeutet dieses Loch Kaninchen, sagte er, und Kaninchen bedeutet Gesellschaft.
sagt er, und Gesellschaft bedeutet Essen und mir beim Summen zu hören und Ähnliches in der Art rum, tum, tum, tidel, dumm. Also bückte er sich, steckte seinen Kopf in das Loch und rief, »Ist jemand zu Hause?« Plötzlich hörte man innen im Loch ein Trippeln und dann war es wieder still. »Ich sagte, ist jemand zu Hause?« rief Puh sehr laut. »Nein«, sagte eine Stimme, dann fügte die Stimme hinzu. »Du brauchst nicht so laut zu rufen, beim ersten Mal habe ich dich bereits sehr gut gehört.« »So ein Mist«, sagte Puh, »ist denn überhaupt niemand da?« »Niemand«. Winnie der Puh zog seinen Kopf aus dem Loch und dachte ein wenig, und zwar dachte er, es muss jemand da sein, denn jemand muss niemand gesagt haben. Also steckte er seinen Kopf ins Loch zurück und sagte, »Hallo Kaninchen, bist du das nicht?« »Nein«, sagte Kaninchen, diesmal mit einer anderen Stimme. »Aber ist das nicht Kaninchens Stimme?« »Ich glaube nicht«, sagte Kaninchen, »jedenfalls soll sie es nicht sein.« »Oh«, sagte Puh. Er zog seinen Kopf aus dem Loch, dachte noch einmal gründlich nach, steckte den Kopf ins Loch zurück und sagte, »Könnten Sie mir dann liebenswürdigerweise sagen, wo Kaninchen ist?« »Kaninchen besucht gerade seinen Freund Puh Bär, mit dem es sehr befreundet ist.« »Aber das bin ich doch«, sagte Bär überaus erstaunt. »Welche Sorte von ich?« »Puh Bär.« »Bist du sicher?« fragte Kaninchen noch erstaunter. »Ganz, ganz sicher«, sagte Puh. »Na, dann komm doch einfach rein.« Also gab sich Puh einen Schubs und noch einen Schubs und noch einen Schubs in das Loch hinein und schließlich war er drin. »Du hattest völlig recht«, sagte Kaninchen und sah ihn von oben bis unten an. »Du bist es. Schön, dich zu sehen.« »Wer hätte ich denn sonst sein sollen?« »Da war ich mir nicht sicher. Du weißt, wie es im Wald ist. Man kann nicht jeden in sein Haus lassen. Man muss vorsichtig sein. Wie wäre es mit einem Mund voll irgendwas?« Puh nahm immer schon um 11 Uhr vormittags gern eine Kleinigkeit zu sich und er war sehr froh, als er sah, wie Kaninchen die Teller und Tassen hervorholte und als Kaninchen sagte, »Honig oder Kondensmilch zum Brot?« war er so aufgeregt, dass er sagte, »Beides.« Und dann, um nicht gierig zu wirken, fügte er, »Aber macht ihr wegen des Brots keine Umstände«, hinzu. Und danach sagte er lange Zeit gar nichts, bis er schließlich mit ziemlich klebriger Stimme vor sich hin summend aufstand, Kaninchen liebevoll die Pfote drückte und sagte, »Nun müsse er aber weiter.« »Musst du wirklich?« sagte Kaninchen höflich. »Tja«, sagte Puh, »ich könnte noch ein wenig bleiben, wenn du...« Und er versuchte angestrengt, nicht dorthin zu starren, wo der Küchenschrank stand. »Übrigens«, sagte Kaninchen, »wollte ich ebenfalls soeben das Haus verlassen.« »Tja, dann will ich mal weiter. Lebe wohl.« »Gut, gut, lebe wohl, falls du bestimmt nichts mehr möchtest.« »Gibt es denn noch mehr?« fragte Puh schnell. Kaninchen hob den Deckel von jedem Topf und sagte, »Nein, es ist schon alles verputzt.« »Das hatte ich mir gedacht«, sagte Puh und nickte bestätigend. »Na, dann lebe wohl, ich muss weiter.« Und er begann aus dem Loch zu klettern. Er zog mit den Vorderpfoten und drückte mit den Hinterpfoten und nach einer gewissen Zeit war seine Nase wieder im Freien. Und dann seine Ohren und dann seine Vorderpfoten und dann seine Schultern und dann... »Ach, Hilfe«, sagte Puh, »ich gehe lieber wieder zurück.« »So ein Mist«, sagte Puh, »ich muss hinaus.« »Es gelingt mir beides nicht«, sagte Puh, »ach, Hilfe und so ein Mist.« Unterdessen wollte Kaninchen ebenfalls einen kleinen Gang tun und da die Vordertür bereits voll war, ging es zur Hintertür hinaus und kam zu Puh und sah ihn an. »Hallo, sitzt du fest?« fragte es. »Nein«, sagte Puh sorglos, »ich ruhe mich nur aus und denke und summe vor mich hin.« »Komm, gib mir eine Pfote.« Puh Bär streckte eine Pfote aus und Kaninchen zog und zog und zog. »Au«, schrie Puh.
Du tust mir weh. Es ist eine Tatsache, sagte Kaninchen. Du sitzt fest. Das kommt alles daher, sagte Puh verärgert, dass man Vordereingänge hat, die nicht groß genug sind. Das kommt alles daher, sagte Kaninchen streng, dass man zu viel isst. Ich dachte vorhin schon, sagte Kaninchen, wollte aber nicht sagen, sagte Kaninchen, dass einer von uns beiden zu viel isst, sagte Kaninchen. Und ich wusste, dass ich nicht derjenige war, sagte es. Dann werde ich mich mal auf den Weg machen und Christopher Robin holen. Christopher Robin wohnte am anderen Ende des Waldes, und als er mit Kaninchen zurückkam und die vordere Hälfte von Puh sah, sagte er, »Dummer alter Bär«, mit so liebevoller Stimme, dass jeder wieder Hoffnung fasste. »Mir fiel gerade ein«, sagte Bär und schniefte leicht, »dass Kaninchen vielleicht nie wieder seinen Vordereingang benutzen kann. Und das wäre mir ein schrecklicher Gedanke«, sagte er. »Mir auch«, sagte Kaninchen. »Seinen Vordereingang benutzen«, sagte Christopher Robin. »Natürlich wird es seinen Vordereingang wieder benutzen.« »Gut«, sagte Kaninchen. »Wenn wir dich nicht herausziehen können, Puh, schieben wir dich vielleicht wieder zurück.« Kaninchen kratzte sich nachdenklich am Schnurrbart und wies darauf hin, dass, sobald Puh zurückgeschoben worden war, er wieder zurück war, und natürlich könne es selbst Kaninchen sich nichts Schöneres vorstellen, als Puh bei sich zu Hause begrüßen zu dürfen, aber so sei es doch nun mal. Manche wohnten auf Bäumen und manche wohnten unterirdisch und... »Du meinst, ich komme hier nie wieder raus?« sagte Puh. »Ich meine«, sagte Kaninchen, »dass es, nachdem du nun schon mal so weit vorgedrungen bist, Verschwendung wäre, nicht in derselben Richtung weiterzuarbeiten.« Christopher Robin nickte. »Dann gibt es nur eins«, sagte er, »wir werden warten müssen, bis du wieder dünner bist.« »Wie lange dauert dünner werden?« fragte Puh besorgt. »Etwa eine Woche, würde ich annehmen. Aber ich kann doch nicht eine Woche lang hier bleiben.« »Bleiben kannst du hier ganz leicht, dummer alter Bär. Dich hier herauszukriegen ist so schwierig.« »Wir werden dir vorlesen«, sagte Kaninchen vergnügt. »Und ich hoffe, dass es nicht schneit«, fügte es hinzu. »Außerdem, mein Alter, nimmst du in meinem Haus reichlich viel Platz ein. Würde es dir etwas ausmachen, wenn ich deine Hinterbeine als Handtuchhalter verwende? Ich meine, sie sind nun mal da, untätig, und es wäre sehr praktisch, wenn ich meine Handtücher dort zum Trocknen aufhängen könnte.« »Eine Woche«, sagte Puh düster, »wie ist es mit den Mahlzeiten?« »Mahlzeiten wird es, fürchte ich, nicht geben«, sagte Christopher Robin, »wegen des schnelleren Dünnerwerdens. Aber vorlesen werden wir dir.« Bär wollte gerade seufzen, merkte dann aber, dass er das nicht konnte, weil er so eingeklemmt war. Eine Träne rollte ihm die Wange hinunter, als er sagte, »Würdest du dann bitte ein gehaltvolles Buch vorlesen, eins, das einem eingeklemmten Bären in starker Bedrängnis Hilfe und Trost spendet?« Also las Christopher Robin dem Nordende von Puh ein solches Buch vor, und Kaninchen hängte seine Wäsche am Südende auf, und dazwischen spürte Bär, wie er immer schlanker wurde. Und als die Woche vorüber war, sagte Christopher Robin, »Jetzt!« Also packte er Puhs Vorderpfoten und Kaninchen packte Christopher Robin und sämtliche Bekannten und Verwandten von Kaninchen packten Kaninchen und alle zogen. Und lange Zeit sagte Puh nur »Au« und »Ach« und dann, ganz plötzlich, sagte er »Plapp«. Genau wie ein Korken, der aus der Flasche gezogen wird. Und Christopher Robin und Kaninchen und sämtliche Bekannten und Verwandten von Kaninchen fielen auf den Rücken, und oben auf sie drauf fiel Winnie der Puh. Frei! Also schenkte er seinen Freunden ein Nicken des Dankes und setzte seinen Weg fort, wobei er stolz vor sich hinsummte. Aber Christopher Robin sah ihm liebevoll nach und sagte, »Dummer alter Bär«, vor sich hin. Drittes Kapitel, in welchem Puh und Ferkel auf die Jagd gehen und beinahe ein Wuschel fangen.
Das Ferkel wohnte in einer großartigen Wohnung inmitten einer Buche und die Buche stand inmitten des Waldes und das Ferkel wohnte inmitten der Wohnung. Gleich neben der Wohnung stand ein zerbrochenes Schild, auf dem »Betreten V« stand. Als Christopher Robin das Ferkel fragte, was das zu bedeuten habe, sagte es, das sei der Name seines Großvaters, ein Name, der schon lange in der Familie sei. Christopher Robin sagte, man könne nicht »Betreten V« heißen. Und Ferkel sagte, doch, doch, das könne man, sein Großvater habe ja so geheißen, und es sei die Abkürzung von Betreten Wick, welches die Abkürzung von Betreten Victor sei. Und sein Großvater habe zwei Namen gehabt, für den Fall, dass er mal einen verlöre, Betreten nach einem Onkel und Victor nach Betreten. »Ich habe auch zwei Namen«, sagte Christopher Robin leichtsinnig. »Siehst du, das beweist es ja«, sagte Ferkel. An einem schönen Wintertag, als Ferkel gerade den Schnee vor seiner Wohnung wegfegte, blickte es zufällig von seiner Arbeit auf und da war Winnie der Pooh. Pooh ging immer im Kreis herum und dachte an etwas anderes und als Ferkel mit ihm reden wollte, ging er einfach weiter. »Hallo«, sagte Ferkel, »was machst du denn?« »Ich jage«, sagte Pooh. »Was jagst du denn?« »Ich spüre etwas auf«, sagte Pooh sehr geheimnisvoll. »Was spürst du denn auf?« sagte Ferkel und kam näher. »Genau das frage ich mich auch. Ich frage mich, was?« »Und was, glaubst du, wirst du dir antworten?« »Ich muss warten, bis ich es eingeholt habe«, sagte Winnie der Pooh. »Da, sieh mal«, er zeigte auf den Boden vor sich, »was siehst du da?« »Spuren«, sagte Ferkel. »Pfotenabdrücke.« Es quiekte leicht vor Aufregung. »Oh, Pooh, glaubst du, es ist ein Wuschel?« »Könnte sein«, sagte Pooh. »Manchmal ist es das und manchmal ist es das nicht. Bei Pfotenabdrücken kann man nie wissen.« Nach diesen knappen Worten nahm er die Spurensuche wieder auf und Ferkel rannte ihm, nachdem es ihn ein bis zwei Minuten lang beobachtet hatte, nach. Winnie der Pooh war plötzlich stehen geblieben und beugte sich verblüfft über die Spuren. »Was ist los?« fragte Ferkel. »Es ist sehr merkwürdig«, sagte Bär, »aber es scheinen plötzlich zwei Tiere zu sein. Diesem, egal was es war, scheint sich ein weiteres, egal was es ist, angeschlossen zu haben, und die beiden setzten nun gemeinsam ihren Weg fort. Würde es dir etwas ausmachen, mich zu begleiten, Ferkel, falls sie sich als feindselige Tiere erweisen sollten?« Ferkel kratzte sich sehr anmutig am Ohr und sagte, bis nächsten Freitag habe es nichts vor und es würde ihn mit Vergnügen begleiten, falls es tatsächlich ein Wuschel war. »Du meinst, falls es tatsächlich zwei Wuschel sind«, sagte Winnie der Pooh, und Ferkel sagte, bis nächsten Freitag habe es jedenfalls nichts vor. So gingen sie zusammen los. Genau dort befand sich ein kleines Dickicht aus Lärchenbäumen und es schien, als wären die beiden Wuschel, falls es welche waren, um dieses Dickicht herumgegangen. Also folgten ihnen Pooh und Ferkel um dieses Dickicht herum. Ferkel vertrieb sich die Zeit, indem es Pooh erzählte, was sein Großvater, Betreten V, gegen Steifheit in den Gliedern nach der Spurensuche unternommen hatte und wie sein Großvater, Betreten V, in seinen späteren Jahren an Kurzatmigkeit gelitten habe, sowie anderes Interessantes. Und Pooh fragte sich, wie ein Großvater wohl aussehen mochte und ob sie vielleicht gerade zwei Großvätern auf der Spur waren und ob er, falls es so war, einen davon mit nach Hause nehmen und behalten durfte und was Christopher Robin dazu sagen würde. Und immer noch liefen die Spuren vor ihnen her. Plötzlich blieb Winnie der Pooh stehen und zeigte aufgeregt nach vorn. »Guck mal!« »Was?« sagte Ferkel und sprang in die Luft. Und dann, um zu zeigen, dass es keine Angst gehabt hatte, sprang es noch ein paar Mal in die Luft. Und das sah aus wie Turnübungen. »Die Spuren«, sagte Pooh. »Ein drittes Tier hat sich den beiden anderen angeschlossen.« »Pooh«, schrie Ferkel, »glaubst du, es ist ein weiteres Wuschel?«
Nein, sagte Puh, denn es hinterließ andere Spuren. Es sind entweder zwei Wuschel und ein, falls es das ist, Wischel oder zwei, falls sie das sind, Wischel und ein, falls es das ist, Wuschel. Wir wollen ihnen weiter folgen. So gingen sie weiter. Nur waren sie jetzt ein wenig besorgt. Es könnte ja sein, dass die drei Tiere vor ihnen feindselige Absichten hegten. Und Ferkel wünschte sich, sein Großvater B.V. wäre hier, anstatt woanders. Und Puh dachte, wie schön es doch wäre, wenn sie jetzt plötzlich und ganz zufällig Christopher Robin träfen. Und zwar nur, weil er Christopher Robin so gern hatte. Und dann, ganz plötzlich, blieb Winnie der Puh wieder stehen und leckte sich die Nasenspitze, denn ihm war so heiß und er war so besorgt wie noch nie in seinem Leben. Da waren vier Tiere vor ihnen. »Siehst du das, Ferkel? Sieh dir ihre Spuren an. Drei, falls sie welche sind, Wuschel, und ein, falls es eins ist, Wischel. Ein weiteres Wuschel ist dazugekommen.« Genauso schien es zu sein. Dort waren die Spuren, hier liefen sie übereinander, dort vermengten sie sich, aber ganz deutlich sah man sie hier und da, die Spuren von vier Pfotenpaaren. »Ich glaube«, sagte Ferkel, nachdem es sich ebenfalls die Nase geleckt und gefunden hatte, dass dies wenig Trost brachte, »ich glaube, mir ist gerade etwas eingefallen, was ich gestern zu tun vergessen habe und was ich morgen nicht tun kann. Deshalb finde ich, ich sollte wirklich nach Hause gehen und es jetzt tun.« »Wir werden es heute Nachmittag tun und dann komme ich mit«, sagte Puh. »Es ist nichts, was man nachmittags tun kann«, sagte Ferkel schnell. »Es ist eine ganz spezielle Morgensache, die morgens getan werden muss, und zwar, wenn möglich, zwischen...« »Was würdest du sagen, Puh, wie spät ist es jetzt?« »Etwa 12«, sagte Winnie der Puh und sah nach der Sonne. »Zwischen, wie ich schon sagte, 12 und 12:05. Also wirklich, liebster, bester Puh, wenn du mich einstweilen entschuldigst. Was ist das?« Puh sah in den Himmel hinauf und dann, als er den Pfiff noch einmal hörte, in die Äste einer hohen Eiche, und dann sah er einen Freund. »Es ist Christopher Robin«, sagte er. »Dann brauche ich mir ja keine Sorgen mehr, um dich zu machen«, sagte Ferkel. »Mit ihm kann dir nichts passieren. Lebe wohl.« Und es trabte so schnell wie möglich nach Hause, sehr froh darüber, aller Gefahr entronnen zu sein. Christopher Robin kam langsam von seinem Baum herunter. »Dummer alter Bär«, sagte er, »was hast du denn gemacht? Zuerst bist du zweimal allein um das Dickicht herumgegangen, dann ist dir Ferkel nachgelaufen und ihr seid zusammen um das Dickicht gegangen und dann, als ihr gerade zum vierten Mal...« »Warte mal«, sagte Puh und hielt eine Pfote hoch. Er setzte sich hin und dachte, und zwar so nachdenklich, wie er nur denken konnte. Dann stellte er seine Hinterpfote in einen der Pfotenabdrücke und dann kratzte er sich zweimal an der Nase und stand auf. »Ja«, sagte Winnie der Puh. »Jetzt verstehe ich«, sagte Winnie der Puh. »Ich war ein verblendeter Narr«, sagte er, »und ich bin ein Bär ohne jeden Verstand.« »Du bist der beste Bär der ganzen Welt«, sagte Christopher Robin beruhigend. »Stimmt das?«, sagte Puh voller Hoffnung. Und dann erhellte sich plötzlich seine Miene. »Auf jeden Fall«, sagte er, »ist es schon fast Zeit zum Mittagessen.« Deshalb ging er nach Hause. Viertes Kapitel, in welchem Ia einen Schwanz verliert und Puh einen findet. Der alte graue Esel, Ia, stand allein in einem distelbewachsenen Winkel des Waldes, die Vorderbeine gespreizt, den Kopf auf eine Seite gelegt und dachte über alles nach. Manchmal dachte er traurig bei sich, »Warum?« Und manchmal dachte er, »Wozu?« Und manchmal dachte er, »Inwiefern?« Und manchmal wusste er nicht so recht, worüber er nachdachte. Als also Winnie der Puh herangestapft kam, war er sehr froh, weil er ein bisschen mit Denken aufhören konnte, um in düsterer Weise, »Wie geht es dir?« zu ihm zu sagen. »Und wie geht es dir?«
sagte Winnie der Puh. I.A. schüttelte den Kopf von einer Seite zur anderen. »Nicht sehr wie«, sagte er. »Mir scheint es schon seit längerer Zeit überhaupt nicht mehr gegangen zu sein.« »Meine Güte«, sagte Puh, »das tut mir aber leid. Lass dich mal anschauen.« So stand I.A. da, starrte traurig den Boden an und Winnie der Puh ging einmal um ihn herum. »Was ist denn mit deinem Schwanz passiert?«, sagte er überrascht. »Was ist denn mit ihm passiert?«, sagte I.A. »Er ist nicht da. Bist du sicher?« »Also, entweder ist ein Schwanz da oder er ist nicht da. Da kann man keinen Fehler machen und deiner ist nicht da.« »Sondern?« »Nichts.« »Ich muss mal nachsehen«, sagte I.A. und er drehte sich langsam dorthin, wo sein Schwanz vor kurzem gewesen war. Und dann, als er merkte, dass er ihn nicht einholen konnte, drehte er sich anders herum, bis er dorthin zurückkam, wo er zuerst gewesen war. Und dann senkte er den Kopf und sah zwischen seinen Vorderbeinen hindurch und zum Schluss sagte er mit einem langen, traurigen Seufzer: »Ich glaube, du hast recht.« »Natürlich habe ich recht«, sagte Puh. »Das erklärt einiges«, sagte I.A. düster. »Es erklärt alles. Kein Wunder.« »Du musst ihn irgendwo gelassen haben«, sagte Winnie der Puh. »Jemand muss ihn genommen haben«, sagte I.A. »Das sieht Ihnen ähnlich«, fügte er nach langem Schweigen hinzu. Puh fand, dass er etwas Hilfreiches sagen sollte, aber er wusste nicht recht was. Also beschloss er, stattdessen etwas Hilfreiches zu tun. »I.A.«, sagte er feierlich, »ich, Winnie der Puh, werde deinen Schwanz für dich finden.« »Danke, Puh«, erwiderte I.A. »Du bist ein echter Freund«, sagte er, »nicht wie manche anderen«, sagte er. Also machte sich Winnie der Puh auf den Weg, um I.A.s Schwanz zu finden. Es war ein schöner Frühlingsmorgen im Wald, als er losging. Kleine weiche Wolken spielten froh an einem blauen Himmel und hüpften hin und wieder vor die Sonne, als wollten sie sie ausknipsen, und glitten ganz plötzlich wieder weg, damit die nächste Wolke es auch mal versuchen konnte. Durch sie hindurch und zwischen ihnen schien tapfer die Sonne, und ein Wäldchen, das seine Tannen das ganze Jahr hindurch getragen hatte, sah jetzt neben der neuen grünen Spitze, mit der sich die Buchen geschmückt hatten, alt und ungepflegt aus. Durch Gehölz und Dickicht marschierte Bär, offene Hänge voller Stechginster und Heidekraut hinab, über felsige Flussbetten, steile Böschungen aus Sandstein hinauf und wieder ins Heidekraut und so zum Schluss in den 160-Morgenwald. Denn im 160-Morgenwald wohnte Eule. Und wenn irgendwer irgendwas über irgendwas weiß, sagte sich Bär, dann ist es Eule, die was über was weiß, sagte er. Oder ich heiße nicht Winnie der Puh, sagte er. Ich heiße aber so, fügte er hinzu, und das beweist, dass ich recht habe. Eule wohnte an einer Adresse namens Zu den Kastanien, einem Landsitz von großem Zauber, wie man ihn aus der alten Welt kennt, und diese Adresse war großartiger als alle anderen. Zumindest kam es dem Bären so vor, denn sie hatte sowohl einen Türklopfer als auch einen Klingelzug. Unter dem Türklopfer war ein Zettel mit der Aufschrift: »Bitte klingeln, filzend, wurzelt«. Unter dem Klingelzug war ein Zettel mit der Aufschrift: »Bitte klopfen, falls kein Antwort gewartet wird.« Diese Zettel waren von Christopher Robin beschriftet worden, welcher der einzige im Wald war, der buchstabieren konnte. Denn Eule, so weise sie in vielen Dingen war, und obwohl sie lesen und schreiben und ihren eigenen Namen Eule buchstabieren konnte, wurde von feineren Wörtern wie Ziegenpeter oder Toast mit Butter zur Verzweiflung getrieben. Winnie der Puh las die beiden Zettel sehr sorgfältig, zuerst von links nach rechts und danach, falls ihm etwas entgangen sein sollte, von rechts nach links. Dann, um ganz sicher zu gehen, klopfte und zog er den Türklopfer und zog und beklopfte den Klingelzug, und dazu rief er mit sehr lauter Stimme: »Eule,
Ich erwarte eine Antwort. Hier spricht Bär. Und die Tür öffnete sich und Eule sah heraus. Hallo, Puh, sagte sie. Wie geht's? Wie steht's? Schrecklich und traurig, sagte Puh, weil Ia, der ein Freund von mir ist, seinen Schwanz verloren hat und jetzt bläst er Trübsal. Könntest du mir also überaus freundlicherweise sagen, wo ich ihn, den Schwanz, für ihn, Ia, finden kann? Nun, sagte Eule, in solchen Fällen ist die übliche Verfahrensweise wie folgt. Was bedeutet übrige Sahnespeise, sagte Puh, denn ich bin ein Bär von sehr wenig Verstand und lange Wörter jagen mir Angst ein. Es bedeutet, was zu tun ist. Solange es das bedeutet, habe ich nichts dagegen, sagte Puh demütig. Was zu tun ist, ist Folgendes. Zuerst muss man eine Belohnung aussetzen, dann... Augenblick mal, sagte Puh und hielt eine Pfote in die Luft. Was müssen wir mit diesem Ding tun, was du gerade gesagt hast? Du hast gerade genießt, als du es mir sagen wolltest. Ich habe nicht genießt. Doch, du hast genießt, Eule. Entschuldige, Puh, aber ich habe nicht genießt. Man kann nicht niesen, ohne es zu wissen. Aber man kann es auch nicht wissen, ohne dass irgendwas genießt worden wäre. Was ich sagte war, dass man zuerst eine Belohnung aussetzen muss. Jetzt hast du schon wieder genießt, sagte Puh traurig. Eine Belohnung, sagte Eule sehr laut. Wir schreiben einen Zettel, auf dem steht, dass wir jedem, der Ias Schwanz findet, ein großes Sowieso geben. Verstehe, verstehe, sagte Puh und nickte. Da wir gerade von großen Sowisos sprechen, fuhr er träumerisch fort, um diese Zeit nehme ich gewöhnlich ein kleines Sowieso zu mir. Etwa um diese Zeit am Vormittag. Und er blickte wehmütig den Schrank in Eules Salon an. Nur ein Mundvoll Dosenmilch oder sonst was, vielleicht mit einer Idee Honig. Wir schreiben also, sagte Eule, diesen Zettel und wir hängen ihn überall im Wald auf. Eine Idee, Honig, murmelte Bär vor sich hin, oder auch nicht, je nachdem. Und er stieß einen tiefen Seufzer aus und versuchte angestrengt dem zuzuhören, was Eule sagte. Aber Eule sprach immer weiter und benutzte immer längere Wörter, bis sie zum Schluss dorthin zurückkam, wo sie angefangen hatte, woraufhin sie erklärte, die Person, die diesen Zettel schreiben müsse, sei Christopher Robin. Er hat mir auch die Zettel an meiner Eingangstür geschrieben. Hast du sie gesehen, Puh? Puh sagte nun schon seit einiger Zeit abwechselnd ja und nein mit geschlossenen Augen zu allem, was Eule sagte, und da er zuletzt ja, ja gesagt hatte, sagte er diesmal nein, nicht im Geringsten, ohne wirklich zu wissen, worüber Eule sprach. »Hast du sie nicht gesehen?« sagte Eule ein wenig überrascht. »Komm und sieh sie dir jetzt an.« Also gingen sie hinaus. Und Puh betrachtete den Türklopfer und den Zettel darunter, und er betrachtete den Klingelzug und den Zettel darunter, und je länger er den Klingelzug betrachtete, desto mehr hatte er das Gefühl, dass er schon einmal etwas Ähnliches gesehen hatte, irgendwo anders, irgendwann zuvor. »Hübscher Klingelzug, stimmt's?« sagte Eule. Puh nickte. »Er erinnert mich an etwas«, sagte er, »aber ich komme nicht darauf, woran. Woher hast du ihn?« »Ich bin im Wald darauf gestoßen. Er hing an einem Busch, und zuerst dachte ich, dass dort jemand wohnt. Deshalb habe ich daran geklingelt, und nichts passierte. Und dann habe ich noch einmal ganz laut geklingelt, und da ist es abgegangen, und ich hatte es in der Hand. Und weil niemand es zu brauchen schien, habe ich es mit nach Hause genommen, und...« »Eule«, sagte Puh feierlich, »du hast einen Fehler gemacht.« Jemand hat es gebraucht. Wer? Ia,
Mein lieber Freund I.A., er hatte es sehr lieb. Lieb? Er war ihm verbunden, sagte Puh traurig. Mit diesen Worten entfernte er den Schwanz von dort, wo er fest gehakt war, und trug ihn zurück zu I.A., und als Christopher Robin ihn wieder an seinem richtigen Platz festgenagelt hatte, tobte I.A. durch den Wald und wedelte so glücklich mit dem Schwanz, dass Winnie dem Pooh ganz komisch zumute wurde und er schnell nach Hause musste, um einen kleinen Mundvoll oder Ähnliches zu sich zu nehmen, um bei Kräften zu bleiben. Und als er sich eine halbe Stunde später den Mund wischte, sang er stolz vor sich: Wer fand den Schwanz? Ich, sprach Puh, um Viertel vor ganz, das heißt, es war um Viertel vor elf, ich fand den Schwanz.